Arthur, ich habe nach dem Spiel gemerkt, dass du sichtlich geknickt bist, obwohl du das Tor geschossen hast. Sag mal deine Spielanalyse erstmal. Ja, ich denke, wir haben heute die 3 Punkte eigentlich verdient gehabt. Wir waren vor allem in der zweiten Halbzeit spielbestimmt, hatten viele Chancen und haben die Tore leider nicht gemacht, wie auch in den letzten Wochen. Ja. Es gab 2 Schlüsselszenen. Und an beiden warst du maßgeblich beteiligt. Zum einen das Tor, was du geschossen hast. Kannst du dazu erstmal ein paar Worte sagen, wie du das gemacht hast? Ja, ich habe gesehen, dass der Torwart ziemlich weit draußen stand. Hab's mal probiert mit dem Chip. Hat perfekt gepasst. Ja. Sah auf jeden Fall klasse aus. Aber der verschossene Elfmeter wird dich ja besonders ärgern wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Das hat mich auch nach dem Spiel noch geärgert, wie Sie vielleicht gemerkt haben. Ja, gut, Ecke. Das war meine Ecke eigentlich, hab die auch gut getroffen, war ziemlich gut geschossen, bisschen zu schwach, Torwart hat darauf spekuliert, hat ihn sehr gut gehoben, ist leider so im Fußball. Also war es der Zufall oder hast du einen Grund, dir Vorwürfe zu machen wegen dem verschossenen Elfmeter? Ja, natürlich, Vorwürfe mache ich mir schon, aber so ist Fußball, da muss man abhaken und es geht weiter. So, Mann. Das sind immer 50-50 Chancen beim Elfmeter. Wenn der Torwart die richtige Ecke hat, dann ist es immer schwer zu treffen. Euer Trainer hat gemeint, dass ihr heute nicht 1 Punkt gewonnen habt, sondern 2 Punkte verloren habt. Siehst du das ähnlich? Ja, das sehe ich genauso. Das war ein direkter Konkurrent gegen den Abstieg. Und wir hätten eigentlich die 3 Punkte verdient gehabt, meiner Meinung nach. Vor allem wegen der zweiten Halbzeit. Hätte nicht sein sollen. Es geht für euch weiter. Der nächste Gegner heißt Nöttingen 2. Wie werdet ihr da versuchen, erfolgreich zu sein? Ja, wir werden jetzt erstmal die nächste Woche versuchen, gut zu trainieren, uns wieder zu motivieren, gut kämpfen und dann werden wir wahrscheinlich auch einen Punkt mitnehmen, mindestens. Ihr seid ja mitten im Abstiegskampf. Als Aufsteiger hätte man vielleicht damit rechnen können, aber du kennst ja die Klasse der Mannschaft. Meinst du, der Platz da unten ist einer, der zu euch passt oder meinst du, dass ihr eher weiter nach oben gehört? Nee, ich finde, wir gehören eigentlich eher nach oben. Natürlich, als Aufsteiger ist immer das erste Ziel Klassenerhalt. Ich finde aber, dass wir bis jetzt uns immer gut geschlagen haben, dass wir spielerisch auf jeden Fall mithalten können. Und das hat man heute wieder gesehen. Und ich denke mal, wenn der Knoten bei uns platzt, dann werden wir auf jeden Fall weiter nach oben. Werden wir weiter nach oben kommen. Du hast vom Knoten gesprochen. Zum einen, welcher Knoten ist das und was müsste man am meisten dafür tun, dass er platzt? Tore schießen. Bei uns, das ist gerade unser Problem, wir treffen das Tor nicht. Müssen wir einfach ruhiger vom Tor sein und einfach abgewichst sein, sagen wir mal so. Arthur, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön.